Hallo und Ahoi zum 13. Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das 6. Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste, sowie bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. So, genau. Dann geht's nämlich jetzt schon weiter, direkt mit der Suche nach dem Schlüssel. Wir können mal einen Blick werfen in unsere To-Do-Liste. Da haben wir jetzt den goldenen Schlüssel von Terror Island erhalten und brauchen nur noch 4. Beziehungsweise, ich glaube, den von Whitey würden wir jetzt relativ schnell erhalten. Dann brauchen wir noch den von Mrs. Smith, den von Bella Fischer und den von Bermuda. So. Ein bisschen was erinnere ich noch. Wir wissen auch, dass unser guter Kumpel Stan ja auf Bermuda Island ist, weil er angeklagt und verurteilt wurde und jetzt da in einer Gefangenenkolonie arbeiten muss. Es wird immer schwerer, die Flora von der Fauna zu unterscheiden. Das hast du schon gesagt. Deswegen werden wir jetzt diese schreckliche Insel verlassen. Verstehe auch gar nicht, warum der Hinweg immer so kurz ist, aber der Rückweg so lang. Aber gut. In den unheimlichen Wald. Ah, Zwischensequenz. Freeboard? Am Leben? Wie ist das möglich? Jemand hat ihn mit einer alten Frau auf der unteren Straße sprechen sehen. Ich habe es selbst bestätigt. Ich mache mir mehr Sorgen um die alte Frau als um Threepwoods. Wer ist sie? Nur ein alter Knochensack. Machen Sie sich keine Sorgen um sie. Ich habe mich um sie gekümmert. Hervorragend. Sie hatte einen Schlüssel bei sich. Einen großen, goldenen. Wollen Sie ihn? Nein, nein, wir brauchen die Schlüssel nicht. Wir haben einen besseren Weg. Versteck ihn einfach dort, wo Threepwood ihn nicht bekommt. Wo denn? Ist mir egal. Lass dir was einfallen. Ja, Captain. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich. Du musst auf dem Weg ein paar Dinge von unserem Schiff holen. Okay. Also haben wir offensichtlich ein Problem, wenn Whitey Bones nicht mehr auf Mealy Island den Schlüssel hat. Dann fehlt uns ja schon mal pauschal ein Schlüssel. Aber ich wollte erstmal nach Bermuda Island fahren. Und dann gucken wir uns hier diese dreieckige Winterinsel an. Genau, da haben wir, glaube ich, genau 3 Möglichkeiten, wo wir hin können. Wir haben das Stadtzentrum, wir haben das Eisschloss und wir haben den Eissteinbruch. Und ich weiß, dass Stan hier im Steinbruch ist. Sind Sie bei den Seeteufeln? Ich sage nichts. Hallo, besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen hier reinzukommen, nur raus. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Ich möchte jemanden besuchen. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Stan. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört nie auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Bringen Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Auf diese Weise kann ich meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Okay. Je
Gibt es etwas Besonderes an diesem Stumpf? Nein. Warum? Er war markiert, also dachte ich, dass es vielleicht einen tollen Gag über eine geheime Öffnung zu einem Tunnelsystem oder so etwas geben würde. Bitte machen Sie keine Witze über Tunnel neben dem Gefängnis, Sir. Okay. Ich glaube, mich zu erinnern, wie wir das machen können. Wir brauchen ein Foto. Ich habe ein Foto von Elaine. Da fehlt aber die Hälfte, wo ich drauf bin. Was ungünstig ist, denn wir bräuchten ja genau ein Foto von mir und wir bräuchten ein Foto von Stan und dann könnten wir das in einen Rahmen tun und das wäre ja irgendwie hinreißend. Dann gehen wir doch mal ins Eisschloss. Übrigens auch Feuer. Also wenn man mal so guckt, dann findet man auf einmal sehr viele Stellen, an denen Feuer brennt. Das wäre mir vorher gar nicht so aufgefallen. Nette Aussicht. Loderndes Feuer, schmelzendes Eis, sehr hügelig. Willkommen, treuer Untertan. Diese Streichhölzer sind speziell für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entwickelt worden. Haftungsausschluss, brennt nicht unter Wasser. Das nehmen wir doch, oder? Wir nehmen ja alles gern, was so rumsteht. Das ganze Schloss ist aus Eis. Zum Glück brennt hier ein Feuer, sonst wäre es eiskalt. Ja, wäre es. Ah. Er füllt sich langsam mit Schloss. Es war's dran. Am Ende der Planke. Mein einziges Exemplar. Bitte nicht anfassen. Irgendwie haben alle dieses Buch. War auch schon in der Bibliothek von der Gouverneurin von Mealy Island, glaube ich. Hi. Grant. Was machen die Leute hier zum Spaß? Ich verstehe. Wollen wir mit der Eiskönigin sprechen? Eure Majestät? Ha! Kein Grund, so förmlich zu sein. Das ist Bermuda. Du bist Guybrush Threepwood, nicht wahr? Ich bin Odina die Neunte. Ich kenne deine Frau. Aus der Zeit, als sie Gouverneurin von Mealy war? Das war, bevor ich meinen Thron erobert habe. Aber sie hat weiterhin ihre Hand im Spiel. Und beide Füße. Was führt dich nördlich des 19. Breitengrades, Guybrush? Ich brauche eure Hilfe, um das Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. Es gibt diese 5 goldenen Schlüssel. Ich bin mir ihrer nur vage bewusst. Du kannst natürlich den auf meiner Krone sehen. Die Krone der Schlüssel ist ein zeremonielles Artefakt, das von der regierenden Königin von Bermuda getragen wird. Ursprünglich wurde sie aus den Hausschlüsseln der Einwohner hergestellt, als Geste des Vertrauens. Und oder Unterwerfung? Meine Vorgängerin als Königin ist diejenige, die den goldenen Schlüssel hinzugefügt hat. Ich finde, das verleiht dem Ganzen etwas mehr Pfiff. Natürlich müsst ihr sie von Zeit zu Zeit reinigen lassen. Sie bleibt perfekt sauber, solange ich nicht zulasse, dass fettige Piraten sie mit ihren Pfoten befummeln. Du darfst die Krone erst anfassen, falls und wenn du Königin wirst. Und nicht vorher. Königin werden? Interessant. Rein hypothetisch. Wie genau würde eine Person Königin von Bermuda werden? Du musst es dir verdienen. Gewinne sie. Entreiße sie dem eisernen Griff der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das natürlich nicht schaffen. Aber nach den Traditionen von Bermuda sind alle willkommen, es zu versuchen.
Um Königin zu werden, musst du deine Qualifikationen unter Beweis stellen, indem du die aktuelle Königin in 3 Wettbewerben besiegst. Die Wettbewerbe testen deine Herzhaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit und deine Intelligenz. Intelligenz? Das ist ja... Das mit den 3 Prüfungen kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Hatten wir schon mal, oder? 3 Prüfungen? Es ist genau wie ein Pirat zu werden. Es ist gar nicht so wie ein Pirat zu werden. Bis auf den Teil mit den 3 Prüfungen. Wettbewerbe. Es sind Wettbewerbe. Könnt ihr mir mehr Details zu den Wettbewerben geben, um Königin zu werden? Der Wettbewerb der Herzhaftigkeit ist ein Essenswettbewerb. Roher Fisch. Nenn es Sushi, wenn du dann besser schlafen kannst. Beim Wettbewerb der Ernsthaftigkeit musst du ein ernstes Gesicht bewahren. Wer zuerst lacht, hat verloren. Was ich nie tue. Der Wettbewerb der Intelligenz ist ein Algebra-Test. 20 Sekunden Zeit, die beste Antwort gewinnt. Und ja, ich habe immer die beste Antwort. Das klingt, als ob du das ernst meinst. Ja, ich erinnere mich auch dunkel. Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. Komm mit mir. Wir müssen in die Stadt gehen. Siehst du die Triangel? Es gibt 3 davon hier im Gebäude. Eine für jeden Wettbewerb. Wenn du eine Herausforderung formell aussprechen willst, läutest du die Triangel. Dios mio, ein weiterer Wettbewerb. Meine Damen und Herren, obwohl mich Ihr Appetit auf diese ekelhafte Angelegenheit immer wieder erstaunt, ist es meine feierliche Pflicht, diesen Wettbewerb der Herzhaftigkeit zu beurteilen. Wie Sie alle sehr genau wissen, besteht das Ziel darin, erfolgreich und dauerhaft mehr rohen Fisch zu verzehren als der Gegner. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Krötenfisch. Moment mal! Der Eimer der Fülle enthält keine Fülle! Es sind überhaupt keine Fische drin! Und ohne Fisch kann der Wettbewerb nicht stattfinden! Gehen Sie alle nach Hause! Okay. Müssen wir noch selber Fisch mitbringen? Krötenfisch. Habe ich zufällig sogar welchen dabei? Nee, ich habe Beulen sauber. Und einen Kugelfisch zum Aufblasen. Ich meine, ich schätze, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Es ist ein leerer Eimer. Okay. Na, dann gucken wir noch mal, was wir hier machen müssen. Oh, eine Herausforderung. Willkommen, Eure Majestät und Mr. Marley-Threepwood zum Wettbewerb der Intelligenz. Vor jedem von Ihnen liegt eine fortgeschrittene Algebra-Aufgabe. Lösen Sie die Aufgabe so vollständig wie möglich und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit zu zeigen. Kein Gucken, kein Kopieren, kein Vertauschen von Papieren und kein Schummeln. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt! Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man eine Algebra-Aufgabe löst. Nicht abschreiben. Keine faulen Tricks, Freundchen.
Ist der Kamin kaputt oder so? Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Keine Überraschung. Königin Odina hat eine klare und korrekte Antwort mit einem Schritt-für-Schritt-Beweis geliefert. Mr. Threepwood hat eine kleine Zeichnung gemacht, die einem Schwert ähnelt. Königin Odina ist die Gewinnerin. Mehr Glück beim nächsten Mal. Naja, das hat ja offensichtlich mit Glück nichts zu tun. Entweder weiß man das oder weiß es nicht und er hat mich ja nicht mal gefragt. Es ist die baldige ehemalige Königin. Es ist ein leerer Eimer, aber er riecht ziemlich fischig. Im heutigen Wettbewerb der Herzhaftigkeit geht es um Krötenfische. Nun gut. Also ich wüsste zumindest, wo wir Fisch herkriegen. Denn wir haben ja einen Fischladen in Mealy Island. Ich weiß nicht, was wir mit diesem Dings machen müssen. Mit diesem Algebra-Ding. Und der andere Wettbewerb, den dritten, können wir uns ja auch noch angucken, wenn wir schon mal hier sind. Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vergnügen präsentieren wir Ihnen zum 11. Mal in dieser Woche den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Auf dieser Seite ist die amtierende Königin Odina die Neunte von Bermuda. Und auf dieser Seite der Herausforderer, Mr. Elaine Marley, auch bekannt als Guybrush Threepwood, derzeit arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der seinen Scurvy Dog gepfeffert hat? Er meinte, da läge der Hund im Pfeffer begraben. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Oh, ja. Danke für den Hinweis. Der Gag ist, dass der Filter eigentlich für die Kamera, also für das Kamerabild gedacht ist. Und der ist auch nur aktiviert für das Kamerabild, sehe ich gerade. Warum also der Filter auch greift für einen Teil des Bildes, das er gar nicht betrifft, ist mir ein Rätsel. Lustig. Okay, also keine Filter. Dann ist offensichtlich alles in Ordnung. Böse. Böse Falle. So. Okay, also wir haben jetzt drei Aufgaben. Die eine Aufgabe mit dem Fisch, da müssen wir erstmal Fisch besorgen. Die andere Aufgabe mit dem Algebra, habe ich keine Ahnung. Aber kriegen wir auch irgendwie raus. Und die dritte Aufgabe, dafür brauchen wir Witze. Und zwar Witze, die sie noch nicht kennt. Und ich weiß genau, wo wir ein Buch haben, wo Witze drin sind, die man sich in der Hölle erzählt. Und die kennt sie sicherlich nicht. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Ja, den können wir nicht mitnehmen. Hätte mich doch irgendwie gereizt. Ich halte mich weit davon entfernt. Es ist eine bemerkenswert genaue Darstellung von Königin Odina der Neunten von Bermuda. Gut, also hier können wir nichts weiter machen. Dann gehen wir wohl zu unserem Schiff und segeln ihn fort. Segel, Segel. Achso, wir können hier nochmal nach Barebones Island segeln. Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Niemand.
Ist das ein Segel? Oh nein. Oh, warte. Es ist eine Möwe. Schönes Bild von dir. Wo ist die andere Hälfte? Kein Kommentar. Wo sagtest du noch einmal, dass sie Stan festhalten würden? Im Eissteinbruch auf Bermuda. Er wird noch viele, viele Jahre und noch mehr Jahre dort sein. Gott sei Dank. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Ah ja, also viele, das ist nett. Viele Jahre. Papierkram, hm? Ich fürchte ja. Genau, das ist nämlich der Buchhalter von Stan. Und Stan ist ja im Gefängnis. Und der Buchhalter noch nicht. Aber er hat offensichtlich viele Jahre weg. Böse Dinge gemacht mit ihm. Kann ich das Bild haben? Nein, das wäre seltsam. Was ist das für ein Geräusch? Auch da ist was drin. Das sind nur die Wellen. Ja, und ich glaube, die müssen wir auch noch mal irgendwie kontaktieren, spätestens wenn wir den Stan tatsächlich befreien wollen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. So, genau. Wir bräuchten also dieses andere Foto. Das hier oben, glaube ich, bei diesem Vogel war. Wo finde ich die Minzhaine? Ja, auf keinen Fall. Ich will meine Hand nicht verlieren. Ah ja, ich glaube, mit dem Cracker könnten wir da was erreichen, oder? Das ist kein Papagei. Das ist eine Möwe. Okay. Wie ist es denn mit Fisch? Wow! Auf keinen Fall. Ich will meine Hand nicht verlieren. Okay. Also so geht es nicht. Müssen wir irgendwas Magisches machen? Das ist kein Geisterhuhn. Das ist eine Möwe. Okay. Ich dachte, das ist nicht so wichtig. Ja, wir haben nicht so richtig was, ne? Nein, da müssen wir auch hier nochmal ein andermal vorbeikommen. Aber irgendwie müssen wir diese Möwe da wegkriegen und dann müssen wir dieses Foto. Das brauchen wir auch für irgendwas. Dann doch erstmal nach Mealy Island, wo wir jetzt Fisch besorgen. Und dann holen wir uns noch das Witzebuch. Ich hoffe, dass ich noch weiß, wo das ist. Hallo. Das sind Beulensaugen, das ist Schneimaal, Schleimfisch, Krötenfisch. Meine Fische gegen Krötenfisch. Ich würde meine Fische gern gegen ein paar Krötenfische eintauschen. Frisch vom Boot. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Es gibt Schleimaal, Krötenfisch, Schleimfisch, Bückling und Beulensauger. Genau, und dann brauchen wir noch diese Flagge. Also davon brauchen wir, glaube ich, drei dieser Flaggen. Und die übereinander gelegt sind dann irgendwie wichtig. Kann ich mir dieses Buch ausleihen? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Die wollen diesen... Haben alle dieses Buch und wollen es nicht durchlesen. Hi! Hey, Junge. Ich habe eine Warnung für dich. Eine Warnung? Du bist in Gefahr. Eine stämmige kleine Geisterfrau ist mir auf die Schliche gekommen und hat mich übel zugerichtet. Sie hat mir meinen goldenen Schlüssel weggenommen. Oh nein! Hast du eine Ahnung, wo sie ihn hingebracht haben könnte? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht leisten, mich darum zu kümmern. Ich weiß, wann ich geschlagen bin.
Ich gebe das Geheimnis auf. Du solltest auch aussteigen. Danke für die Warnung. Ich habe einen goldenen Schlüssel. Gut für dich. Aber sei vorsichtig. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Da hat sich unsere Liste ein bisschen verändert, nehme ich an. Whiteys gestohlenen goldenen Schlüssel erhalten. Ja, und auf Bermuda müssen wir Königin werden. Dafür müssen wir die drei Wettbewerbe gewinnen. So, wie gesagt, also das mit dem Witzen weiß ich, glaube ich, noch. Und dann ist aber auch vorbei. Gucken wir doch mal bei LeChuck vorbei. Bist du schon fertig mit dem Witzebuch? Emotional? Ja. Es ist nicht so lang und ich habe es schon 16 Mal gelesen. Kann ich das Witzebuch zurückhaben? Und was soll ich dann lesen? Du hast gesagt, du bist fertig. Du hast es 16 Mal gelesen. Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. War Iron Rose schon zurück auf dem Schiff? Sie war für eine Weile zurück, ja. Sie war in Eile. Sie ging unter Deck, kam gleich wieder hoch und ging wieder. Sehr interessant. Bist du sicher, dass ich das Witzebuch nicht zurückhaben kann? Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Also müssen nicht wir den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Ja, da müssen wir ihm irgendwas anderes zu lesen geben. Wie wäre es denn mit diesen skurrilen Notizen? Die können wir ihm nicht geben. Gut, schönen Dank. Wie wäre es denn mit diesem Buch? Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es enthält einige ausgezeichnete Rezepte. Willst du mich foltern? Ich habe seit Jahrhunderten nichts mehr gegessen. Also wohl nicht so geil. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist das persönliche Tagebuch von LeChuck. Huch, damit möchte ich nicht erwischt werden. Das solltest du auch nicht. Welche Art von Büchern magst du denn? Mittlerweile würde ich lange sagen. Ich setze auf pure, unverfälschte, massive Länge. Das Problem mit Büchern ist, dass sie enden. Okay. Na, ich brauche einen echten Marketing-Experten. Jemanden, der Fußpuder an Fische verkaufen kann. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es sind Gallets Gedichte. Sie sind unveröffentlicht, aber du kannst einen Blick darauf werfen. Es gibt nichts von Gallet, was ich mir ansehen möchte. Außerdem brauche ich unbedingt ein Buch, das mir lange erhalten bleibt. I see. Irgendwo muss noch ein Buch herkommen. Da trägt man so viel Krempel mit sich herum. Wie wär's denn mit dieser schönen Na, das möchte auch. Gut, dann gehen wir nochmal ins Schiff. Nö, also hier ist auch nichts. Zumindest nichts Interessantes. Eine leere Dämonenpfefferkiste. Sieht aus, als hätte Putra ihre Vorräte wieder aufgefüllt.
Es ist Chefköchin Putras Dämonenpfeffer, hergestellt aus den schärfsten Pfefferschoten, die man bekommen kann. Ich nehme an, das ist eine sehr gute Sache, wenn man zum Beispiel Fisch damit würzen würde. Es ist beruhigend auf eine seltsame Art und Weise. Wie geht? Na gut. Nein, sehe hier nichts. Jetzt könnten wir noch in den Laderaum zurückgehen. Sie haben es zugenagelt. Unerwartet, aber willkommen. Ugh. Da können wir ja vielleicht mit dem Geisterhühnerfutter was bewirken. Ausgezeichnet. Also irgendwie müssen wir ja auch an diesen Schlüssel kommen können. Ich halte Abstand. Mütter sind bösartiger, wenn sie ihre Jungen verteidigen. Das geht nicht. Wenn wir das mit ein bisschen Pfeffer kombinieren, das geht auch nicht. Können wir die Limetten geben? Auch nicht. Wenn wir es vertauschen, auch nicht. Ich finde, ich habe sehr viele gute Ideen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was man machen muss. Könnt ihr diesen Grogkrug herunterstellen? Nein, auch das ist keine Option. Die Krötenfische kann man auch nicht füttern. Jo, was haben wir denn? Was machen wir da? Irgendwas müssen wir machen. Also wir brauchen noch ein Buch, das wir tauschen können gegen das Witzebuch. Und es muss ein langes Buch sein. Oh, wir könnten das Rezeptebuch ja in Mealy Island wieder zurückgeben. Fällt mir gerade so ein. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir jetzt noch ein Buch herkriegen. Wir haben uns vorgedrängelt. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Das ist doch ein Buch, oder? Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Das klingt genau wie das Buch, was wir brauchen. Dann geben wir doch jetzt die Zutaten wieder zurück. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht mehr. Vielen Dank. Es sieht so aus, als hättest du versucht, das Buch statt des Rezepts zu kochen. Naja, ich sollte dankbar sein, dass ich es überhaupt zurückbekomme. Nächstes Mal kannst du es einfach selbst in das Bücherregal stellen. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde das auf jeden Fall zurückgeben. So. Ich hoffe doch, das ist jetzt das richtige Buch. Es ist ja ein endloses Buch. Das muss ja eigentlich reichen. Hey,
Hey Bob, möchtest du dieses Buch lesen? Es handelt von einer Reise, die nie endet. Klingt interessant. Und lang. Hier hast du dein Witzebuch zurück. Ja, genau so. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. Jo, jetzt haben wir Pfeffer, Fische. Oh, falsche Insel. Vollkommen falsche Insel. Wir wollen natürlich nach Bermuda. So. Und wir haben ein Buch mit Witzen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, müssen wir den Fisch vorher pfeffern? Machen das vielleicht mal? Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Ach nee, das ist Ernsthaftigkeit. Auch gut, aber da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte dahin, wo Herzhaftigkeit. Oh. So. Weiß ich natürlich nicht, ob das so schlau ist, wenn ich... Ich habe sie mit Dämonenpfeffer aufgepeppt. Ja. Man weiß es nicht, ne? Wir probieren es einfach mal. Wir werden ja sehen, was passiert, ne? Auf dem Stuhl des Verteidigers sitzt der gusseiserne Magen von Odina der Neunten, der amtierenden Königin von Bermuda und unangefochtenen Meisterin der Herzhaftigkeit. Und auf dem Stuhl des Herausforderers, der den ganzen Weg aus der südlichen Karibik zurückgelegt hat und noch im Besitz fast aller seiner ursprünglichen Zähne ist, sitzt der Neuling Guybrush Threepwood, auch bekannt als Mr. Elaine Marley. Jeder von ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Bitte nehmen Sie einen Fisch und legen Sie ihn auf Ihren Teller. Das könnte ein bisschen pikant sein. Und jetzt möge das Essen beginnen. Nun. Es scheint, dass beide Kandidaten Probleme haben. Ich erkläre diesen Wettbewerb für unentschieden. Die Teilnehmer können nun auf Wunsch einen Arzt aufsuchen. Okay. Also, wir müssen offensichtlich eine Möglichkeit finden, dass da auch Fisch ist, der nicht gepfeffert ist. Dann müssen wir wohl nochmal zurück nach Mealy Island und uns erstmal welchen holen. Habe ich schon gesagt, dass hier durchaus das ein oder andere Mal Backtracking gemacht werden muss? Hallo. Ich hätte gern eine neue Kiste mit Krötenfischen. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. So. So, jetzt würde ich sagen, wir tun erstmal Fische in den Eimer. Sind jetzt normale Fische. Dann haben wir noch Fische. Dann nehmen wir Dämonenpfeffer und würzen diesen Eimer
Mit Dimo und das Fisch. Sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Dann nehmen wir Er ist gefüllt mit Krötenfischen. Na gut, wir probieren das einmal. Ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Es müssten ja jetzt zwei Sorten Fisch da drin sein. Jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Und jetzt? Der sieht gut aus, relativ gesehen. Möge das Essen beginnen. Es schmeckt nach Kummer. Meine Damen und Herren, die Gewinnerin und amtierende Champion, Königin Odina. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Also wir haben nicht die Möglichkeit, zwei Sorten Fisch in den Eimer zu tun. Wir können den Fisch im Inventar pfeffern, aber wir brauchen eigentlich auch einen Fisch, der nicht gepfeffert ist. Von daher könnten wir hier Fisch reintun, diesen Fisch pfeffern. Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Dann Streichhölzer haben geleuchtet. Jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. So, jetzt können wir aber hier den Fisch aus unserem. Und jetzt möge jetzt das Essen beginnen. Zwei Bissen? Das ist mehr, als sie gegessen hat, oder? Kann ich jetzt aufhören? Ja, Sie können aufhören, wenn Sie wollen. Meine Damen und Herren, Ihr neuer Champion der Herzhaftigkeit mit zwei Bissen gegen den einen der Königin ist Mr. Threepwood! Ein Wettbewerb geschafft, zwei stehen noch aus. Ja, das ist doch gut. Da haben wir pünktlich quasi zum Ende dieser Folge auch noch einen der Wettbewerbe geschafft. Jetzt sind es nur noch zwei. Dann gibt es hier nicht auch eine Taste für Pause? Ja, Taste. Habe ich doch gesagt. So, muss man nur die richtige Leertaste drücken. So, dann haben wir das doch geschafft. Das ist doch schon mal was wert. Dann würden wir wieder ein kleines Päuschen machen. Ein kleines Päuschen, in dem ich mal auch kurz weg bin. Und dann komme ich wieder und dann spielen wir eine Runde weiter. Aber für diese Folge wäre es das erstmal wieder. Genau, zwei noch Prüfungen stehen aus und noch vier Schlüssel, die auf uns warten. Von daher, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!